Haben Sie noch keinen Trainingsanzug, wo Hamburg draufsteht? Nein. Nein, den will ich auch nicht haben. Wirklich nicht? Ich hasse Trainingsanzüge. Oh nein. Also, Sie wollten mir einen schenken? Sie versauen mir gerade eine Riesenpointe. Das können Sie nicht machen, Herr Lagerfeld. Ja, ich meine, ich habe Trainingsanzüge für Fotos angehabt, aber im Leben trage ich keine Trainingsanzüge. Nein, das, wenn ich Ihnen jetzt zeige, wenn Sie... Ach, das ist also... Ah, ich meine, es tut mir leid. Nein, das muss Ihnen gar nicht leid tun. Also, ich habe es fast geahnt, dass ich... Ein bisschen schrill. So, Sie können jetzt... Also, Sie sind hier in Hamburg geboren, Herr Lagerfeld. Ich trage nie Rot. Auf jeden Fall nicht das Rot. Dieses Rot. Das sieht ja aus wie ein McDo in Rot und Gelb. Ja. Wird scheinbar dieses Modell Hamburg hier rot. Ja. Gelb könnte auch der Trainingsanzug der rumänischen Nationalmannschaft sein. Ist denn eine Hose bei? Sie wollen immer in diese Kinderhosen. Nein, ich meine, da ist ein Trainingsanzug. Nein, Trainingsjacke. Ein Trainingsanzug besteht aus zwei Teilen. Ja, das sind Blousons für mich. Blousons, okay. Also dann doch eher dieses hellblaue Modell. Das sieht ein bisschen nach Pyjama aus. Ne? Na, Pyjama. Aber Herr Lagerfeld, jetzt bestrafen Sie mich gleich zweimal. Na, ich will Sie nicht bestrafen, aber ich meine, Himmelblau ist vielleicht keine Farbe für mich. Und wo ziehen Sie grundsätzlich? Und für mich in Hamburg, wenn ich das woanders sehe, meine, ich bin Hamburger, you know what that means. Ne? Ja. Hm? So, der Hellblaue geht dann so gerade Pyjama-mäßig durch. Obwohl der Lustige ist. Ne? Finde ich auch. Ich finde, dann schenke ich Ihnen jetzt den Hellblauen. Ja, und Sie ziehen den anderen an? Ich ziehe den Schrillen hier, die rumänische Fußballnationalmannschaft an. Mhm. Aber nur, wenn wir jetzt beide die Jacken ausziehen. Ah, ich soll das anziehen? Ja, jetzt sofort. Ich mache es auch. Ja, fangen Sie mal an, dass ich mal sehe, wie Sie da dran aussehen. So. Was sollen wir machen? So, Karl Lagerfeld, also wie versprochen, ich liege vor, ja? Ja, ich möchte erst mal in Rot sehen. Ja, aber das Gefühl, ist Sie, ja Sie arbeiten in einem McDonald's, ja? Ja, ist klar. Ich gibt gleich einen Cheeseburger gereicht. Ja, ein Hamburger, ja? Wo sind die Knöpfe? Ist ja vorne gar nicht... Ja, da sind Knöpfe, aber... Wo? Ja, das ist eine Soupat, nennt man das. Aha. Aber die ist falsch. Das Hemd ist im Rücken offen. Das heißt, Sie lassen aufknöpfen? Das mache ich selber. Das ist meine Morgengymnastik. Sie kommen da hinten ran? Ja, natürlich. Aber wie kriegen Sie die morgens wieder zu? Die kriege ich. Wieso? Das kommen Sie hinten ran? Ja, natürlich. Ich meine, können Sie sich ein Hemd im Rücken? Doch, ich kriege es doch. Doch. Ich bin ja nicht gelebt. Ne? Jetzt kommen wir vor wie ein Fremdarbeiter. Naja, ich glaube, bei Burger King oder McDonald's würden wir beiden jetzt einen Job kriegen. Ich bin nicht sicher, dass das die beste Farbe ist, die es gibt für Sie. Ne? Naja. Ich bin sicher, ich weiß, gelb und rot schmückt... Mit rosa Hemdchen, ne? Ja. Ach so, das beißt jetzt ein bisschen mit dem rosa Hemdchen. Ja, das hatte ich mir extra für Sie ausgesucht, dieses rosa Hemdchen. Haben wir das wirklich? Ja, ich meine, das rosa Hemd, ich finde rosa Hemden gut für Männer, so ist das nicht. Ja. Aber nicht unbedingt mit einem roten Trainingsanzug. Also mit dem hellblauen wäre es auch besser gewesen, Herr Lager. Ja, ich meine, wir können wechseln, wenn Sie, ich meine, mir ist das Wurst, das rote Ding anziehen. Nee, ich finde, das passt sehr schön. Sie haben schon ausgesucht, die dunkelblaue Krawatte und dann den dunkelblauen Streifen da drauf. Ja, also gehe ich jetzt mal wirklich hier als kleiner Papagei. Keine Ahnung, wie das Ding sieht. Dürfen wir aufstehen? Oder ja, wir dürfen aufstehen. Wegen den Mikros nicht. Doch, wir sind immer noch irgendwie verkabelt. Das ist alles. Sag mal, Sie sehen besser aus. Viel besser aus. Sie sehen sich ja nicht, kann ich nicht beurteilen. Nee, aber ich kann Ihnen das sagen. Also, ja. Ich finde, das sieht... Ja? Soll ich helfen? Ja, machen Sie mal zu, ich kenne solche Dinger nicht. Es war schon immer ein Vergnügen. Dann ich brauche ein, Kindermädchen für Sie. Ich gerne Kindermädchen, Herr Lagerfeld. Darf ich noch mal eben ein bisschen justieren hier oben? Schade, ist ja kein Spiegel. Also, damit man ungefähr eine Idee hat, wie man wirft in diesen Dingern. Es ist ein Astralkörper, der vor mir steht. Jetzt noch enger, noch sportlicher als je zuvor. Umso besser. Hä? Herr Lagerfeld, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und für den Besuch. Es war ein Vergnügen. Sie haben gar nicht so viel Pepsi-Cola getrunken, diesmal wie sonst. Ja, wissen Sie, ich bin nicht dazu gekommen. Wir haben geschwatzt, wie man in Hamburg sagte, nonstop. Ja, komm, wir nehmen noch mal eben Platz und so. Ja. Damit ich muss noch mal eben sagen, wer nächste Woche bei uns zu Gast ist. Na, mir war ein Ring runtergefallen. Komischerweise, am Spätnachmittag fallen mir die Ringe von den Händen. Meine Hände werden dünner am Spätnachmittag. Normalerweise werden sie dicker abends. Bei mir ist das Gegenteil. Also ich glaube, das ist dann schon gut für die Freunde, wenn dann ab und zu am Nachmittag mal so ein Ring runterfällt. Ja. Die können dann mal sammeln und einpacken. Genau, genau. Fällt immer was bei ab. Karl Lagerfeld, nochmal herzlichen Dank. Und wann immer Sie wollen, sind herzlich wieder willkommen, hier an diesem Tisch Platz zu nehmen. Und dann reden wir und schwatzen mal weiter das nächste Mal. Ich liebe diesen Ausdruck. Schwatzen. Ist das Hamburger Ausdruck? Ja, kann man sagen. Ja. Norddeutsch auf jeden Fall. Ja, Donat, hier unser Kameramann, nickt auch. Ist auch Norddeutscher. Aber mein Deutsch klingt sehr Hamburger, ne? Das ist das Schöne, Sie haben noch diese Folklore auf den Lippen. Ja, die müssen Sie erhalten. Ja, da brauche ich mir nicht mal Mühe für zu geben, die ist automatisch da. Ich habe nie anständig Deutsch sprechen können. Gut. Und wissen Sie, das Komische ist, ursprünglich tat ich das, um meine Eltern hysterisch zu machen. Die fanden das grauenhaft.
über einen spitzen Steinfluss stolpern. Also eine Kunstform zunächst. Ja, und das ist zum Schluss meine zweite Natur geworden. Und wenn ich irgendwie meine Stimme in Deutsch höre, dann kann ich mich totlachen. Das ist irgendwie immer noch diese dumme Art und Weise, die ich als Kind hatte, mich auszudrücken. Ne? Ja, ja. Ja, lieber Karl Lagerfeld, bedanke mich nochmal sehr herzlich. War großes Vergnügen, Sie hier zu haben. Und wie gesagt, ich möchte nicht wissen, wie ich aussehe. Haben Sie keinen Monitor, der wir mal sehen können, wie wir aussehen? Oh, das sieht gut aus. Liebe Zuschauer, bedanke mich auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Nächste Woche ist Bully Herbig da, unser großer Komödiant. Sie wissen, Autor, Regisseur und Hauptdarsteller im Film Der Schuh des Manitou. Er hat einen neuen großen Kinofilm. Darüber reden wir. Aber natürlich auch über sein komödiantisches Leben sonst. Kommen Sie gut durch die Woche und bedanke mich nochmal. Tschüss, machen Sie es gut.